Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trainsim World 4. Ja, wir fahren heute auf Dampflaufen. Der Treibstoff wird knapp und Sie haben noch einen langen Weg vor sich. Fahren Sie Ihren Zug zurück nach Aschaffenburg, bevor Ihre Treibstoffanzeige 0 erreicht. Ja, dazu muss ich sagen, ihr habt gesehen, ich habe da schon einmal das Ding mit Platin bestanden. Ist richtig. Leider konnte ich da die Aufnahme nicht nutzen, also aus irgendeinem Grund hat das Ding nicht aufgenommen und ich kann den ganzen Kram jetzt wieder neu machen. Ganz cool. Ja. So, Fakt des Ganzen ist aber auch, wir haben es geschafft. Also ich hatte es geschafft. Ich nenne euch auch gleich mal die Zeit, wann wir ankamen und blam blub. Ist aber inzwischen eh hinfällig. Also, wie gesagt, ich mache das ja momentan so ein bisschen als Wettbewerb. Also schreibt auch mal ruhig eure Zeiten rein. Wie schnell ihr beim ersten Mal dort angekommen seid, falls ihr angekommen seid. Denn der liebe Trainsim Play, der ist nicht dort angekommen. Der ist so circa 4 Kilometer vorm Ziel liegen geblieben. Der Dennis TV, beziehungsweise... Ja, Moment. Guten Tag. Aufgrund eines Fehlers des vorherigen Lokführers ist der Treibstoffvorrat in diesem Zug niedriger als erwartet. Ja, und jetzt sollen wir auf jeden Fall sparsam fahren und... Auf der Fahrt nach Aschaffenburg müssen Sie Ihren Kraftstoffstand genau im Auge behalten. Ja, das kriegen wir hin. Und müssen halt sparsam fahren, dass wir da auch irgendwie ankommen. Ja, kriegen wir wohl hin. Möglicherweise müssen die Dienste einige Maßnahmen ergreifen, um Treibstoff zu sparen. Verwenden Sie dazu weniger Leistungskraft oder reduzieren Sie... den Fahrschalter auf 0, ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Wichtigste. Genau, den nach vorne, Türen öffnen. Jetzt müssen wir mal im Grundbild. Was brauchen wir nicht? Wir brauchen auf jeden Fall alles, was Strom zieht, kann weg. Na? Jetzt muss ich die Frage, wie komme ich da rein? Bremse? Nein. Rollen wir? Na gut, wir rollen nicht. Grundbild. Ist halt entweder unter B und B. Aktion Klima. So, was brauchen wir nicht? Wir brauchen keine Klimaanlage. Die zieht Saft. Wir brauchen auch kein Licht. So, damit haben wir schon mal ein bisschen Strom gespart. Ja, okay, wir sollten vielleicht Spitzensignale auf Start setzen. Weil sonst haben wir Probleme. Aber wir kommen auch rechtzeitig weg. Das ist schon mal gut. Irgendwie leckt der Sound gerade ein bisschen. Aber das ist wohl auch eher irrelevant. Also irgendwie leckt das ganze Spiel so ein bisschen. Aber das ist wurscht. So, Ziel des Ganzen ist auf jeden Fall besser zu sein als die anderen, die, von denen ich schon Videos gesehen habe. Also wie gesagt, der Trainsim Play ist gar nicht angekommen. Der ist 5 Kilometer vorm Ziel liegen geblieben. So, der Dennis TV. Auch bekannt als Denitz. Von dem auch manche Repaints sind. Dazu werde ich euch auch die Tage noch was vorstellen, denke ich. Der ist einmal beim ersten Mal 2 Meter vorm Ziel liegen geblieben. Und beim zweiten Mal um 17.15 Uhr im Bahnhof Aschaffenburg eingetrudelt. So, damit ist dann auch erkennbar, dass es möglich ist, das Ding zu schaffen. Ramagani haut einen raus. Er hatte, als ich das Video gesehen habe, deswegen können wir das überhaupt machen. Beim letzten Mal war es nicht möglich. Weil... Beziehungsweise wusste ich den Stand nicht. Den er hat. Weil das Video jetzt gerade erst später geleakt wurde. Der schafft das Ding um 17.45 Sekunden abzuschließen. Ja, das heißt, wir müssen 17.05 eigentlich regulär... überbieten. So, also... Und wir müssen trotzdem spritsparend fahren. Das heißt, wir müssen vor 17.45 Sekunden da sein. Da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, weil er ist nicht auf den letzten Tropfen angekommen. Muss man auch ehrlicherweise sagen, also da ist noch Potenzial nach oben. Und ich bin mal gespannt, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn wir hier gut in die Buschen kommen mit dem Fahrzeug, dann können wir das schaffen. Und wir haben jetzt ja auch erstmal wieder 10 Kilometer vor der Brust.
Und ja, mal schauen. Also ich gehe davon aus, wir kriegen das irgendwie gedeichselt. Also dort auch wirklich pünktlich. Wann sollen wir überhaupt da sein? Also wir sollen in Aschaffenburg eigentlich regulär eintrudeln um 16:53 und 10 Sekunden. Das wäre dann in 40 Minuten. Na? Ne, 30. Innerhalb von einer halben Stunde sollten wir dann da sein. Wir rollen jetzt hier teilweise auch zu schnell, das ist mir egal. Ich will pünktlich da sein und ich will also Tempo halten. Wir müssen sparsam da irgendwie ankommen. Kriegen wir hin. Ich bin da guter Dinge. Und ja. Vielleicht schaffen wir es wirklich pünktlich da zu sein. Das wäre echt cool. Also. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es machbar. Wer weiß. Ich beschleunige mal mit nur maximal 80% in der Tour. Und auch nur, wenn es bergauf geht. Und ich guck mal, ob wir wirklich so auf 80, 90 km/h kommen, damit wir ein bisschen mehr Zeit reinkriegen. Aber ich sag mal so, der beschleunigt jetzt ja eh sehr bescheiden, also unabhängig davon. Hört ihr das? So bei den Nebengeräuschen. Ich meine nicht die Weiche. Da jetzt wieder. Die haben wirklich die Klappe in der Führerstandstür mit eingebracht. Wenn mal wieder so ein Schienenschlag kommt. Jetzt schon wieder. Wie weit ist das noch? 7,5. Das wird gleich ein enges Spiel nachher, Jungs und Mädels. Aber ein verdammt enges Spiel. Ja, komm. Ich will die Tempo 80 schon noch halten. Lass das jetzt mal auf 20%. So ein ganz klein bisschen. Das Thumbnail irgendwas Brauchbares zwischen. So, wie schnell sind wir jetzt? Wir sind immer noch bei 90. Hab nur 6 Kilometer bis zum Ziel. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund einer technischen Störung ist die Funktion sowohl von der Klimaanlage als auch von der Beleuchtung defekt und heute nicht vorhanden. Dies tut mir leid. Ich entschuldige mich im Namen von der
Was fahren wir hier überhaupt? Wisst ihr das? Westfrankenbahn, ne? Ja, im Namen der Westfrankenbahn, dafür, dass leider der Hobel ein bisschen im Eimer ist. Ja, kann man nichts für. Ach ja, und Benzin geht uns auch zur Neige. Und ja, steigen Sie am besten am nächsten Bahnhof einfach aus und warten Sie auf den Bus. Damit kommen Sie weiter. Ja. 4 Kilometer. Ach jo. Und wie gesagt, was mich heute aufregt, ist wirklich dieser Gashebel, der extrem viel Leistung zuschaltet, wenn man ihn mit Tastenklick hinzufügt, also mit der Tastatur steuert. Da ist ja doch ein bisschen zu leicht eingestellt, ne? Wieso gibt das Ding jetzt gar keine Leistung mehr? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe keine Leistung mehr. Das ist nicht gut. Das ist jetzt echt nicht gut. Wieso ist die aus? Wieso habe ich keine Leistung mehr? Ich meine, schön spritsparend, ne? Aber... Und da geht der Scheinwischer übrigens. Können wir auch mal eben anmachen. So. Funktioniert nicht so. Nächster Halt, Klingenberg. Ich hoffe, nach dem Halt dieses Gefährt wieder beschleunigt. Sonst haben wir echt ein Problem. Ja, und was mich hier an der Strecke halt auch mal so ein bisschen ärgert, ist, dass wir hier jetzt beispielsweise die falschen Ampelanlagen haben. In echt ist hier eine Blinklichtanlage und das Spannende ist, die Straße, die ist ursprünglich wohl direkt, bin ich an diesem Bahnübergang vorbei, war damals direkt an diesem Bahnübergang dran vorbeigezogen. Das heißt, links, wo gerade die Leitplanke im Spiel eingezeichnet ist, ist in echt keine Leitplanke, sondern eine freistehende Bahnschranke. Ja, war einfach günstiger, die Straße wegzureißen, die Schrankenanlage bestehen zu lassen, als es kommt, eine komplett neue Schrankenanlage dahin zu setzen. Ja. Bordnetzspannung, Erdschluss, entladen, Batterie, okay. So, und zur Rechten sehen wir das Freibad von Klingenberg.
fände es cool, wenn da im Sommer wirklich richtig viele Menschen liegen würden. Aber gut. So, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Schaffen wir da hin zu rennen? Nee, ne? Hm, schaffen wir nicht. So. Zur Info, wir befinden uns jetzt hier. Da, da. Ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Da sind wir 2 Minuten hinterher. Ja. Nächster Halt Erlenbach. Rollen lassen. Die gehen nicht, glaube ich, ne? Ne, ihr blinkt nichts. Die funktionieren immer noch nicht, die PZP-Magneten. Ist auch so eine Sache für sich. Die fehlen leider hier an vielen Stellen auf der Strecke. Fehlen sie gänzlich oder sind einfach nicht implementiert. Also sprich, zwar vorhanden, aber nicht funktionstüchtig. Ich hoffe auch, dass das irgendwann mal gefixt wird. Aber schlimmer finde ich das wirklich mit den Bahnübergängen. Wir haben hier auf der gesamten Strecke immer wieder Blinklichtanlagen. Man hat es nicht gebaut. Warum? Das Modell existiert ja sogar schon von der Nillertalbahn. Man könnte sie hinsetzen. Dann haben wir das nächste. Offene Schrankenanlagen. Ein Problem, das wir schon auf den letzten Strecken hatten. Weiß ich nicht, ob man sowas haben muss. Möchte. Ist leider mal so ein Abzug in der B-Note. Muss ich ehrlich sagen. Ich meine, streckentechnisch wirklich schön geworden im Verhältnis zu den Strecken, die vorher rauskamen. Wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke. Ja, Talbahn lassen wir mal außen vor. Da sind immer noch Unterschiede wie Tag und Nacht zwischen. Also, hier fliegen die Autos teilweise noch durch die Luft und bla und blub. Hier stehen Häuser auf den Straßen, wie man hier links gesehen hat. Ja. Die E-Bahn-Bahnschranken oder Bahnanlagen hat man auch nie überarbeitet. Das heißt, die haben immer noch ihr fiktives Blinklicht. Aber dennoch deutlich detaillierter als früher. Autos, die richtig stehen, also an richtigen Straßen und so platziert sind, das schon. Aber es fehlt halt
auch bei dieser Strecke immer noch so ein Hauch von Liebe. Es ist deutlich mehr Liebe drin als vorher bei den anderen Strecken, aber es fehlt immer noch ein Schuss Liebe. Und das merkt man leider schon noch. Und ja. Krassesten, nervigsten finde ich halt immer noch die Bahnübergänge. Ich meine, hier so die Brückenviadukte und so, ne? Das ist schon schön so anzusehen. Was hat denn hier unten jetzt einen Weg durchführt und sowas, ne? Hat man vor 2 Jahren halt nie, wäre das nicht umgesetzt worden, muss man ja auch ganz klar sagen. So. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hier in Erlenbach. So. Warum die Kamera jetzt in der springt, weiß ich auch nicht. Macht so gerne. Aber gut. Ich finde das aber auch erstaunlich, wie gemütlich die Leute zum Zug gehen, ne? Also. So, jetzt haben wir erstmal 7 Kilometer nix. Außer Gas geben. Und hoffen, dass wir da ankommen, wo wir hin wollen. Also, Fakt ist auf jeden Fall, es wird auch nur diese Aufnahme geben, die dann online kommen wird. Sollte ich das jetzt vergeigen? In meinem Eifer des Gefechts, weil ich meine, ich muss mal ein bisschen schneller fahren und mehr riskieren. Ja, dann ist das Pech. Das Ziel ist es auf jeden Fall, besser zu sein als Ramagani. Von der Geschwindigkeit her, pünktlicher. Ob ich das schaffen werde, keine Ahnung. Das heißt jetzt möglichst auf Geschwindigkeit kommen. Bleibt möglichst schnell. Man sieht sogar richtig, wie die Schrankenanlagen schließen. Was dann aber auch bedeutet, dass diese eigentlich Lokführer überwacht sind. Und dann hätte man ja auch die passenden Signale hinstellen müssen, welche man auch vergessen hat. Ja, auch das ist wieder so eine Sache für sich. Was ich dann wirklich schade finde, weil gerade diese Modelle existieren ja. Naja, gut. Ist halt so, wie es ist. Zum Szenario als solches wiederum muss ich sagen, finde ich cool. Finde ich klasse gemacht. Haucht hier mal wirklich ein bisschen Spannung rein in das Spiel. Muss man jetzt ehrlich sagen. Und ja. Bleiben wir bei Tempo 90. Ja, dann sind wir so
Ich weiß es nicht, aber vielleicht innerhalb von unter 20 Minuten da. Wäre ja schon nicht schlecht. Ja. So, jetzt wird es gleich wahrscheinlich gerade und flach sein, weil wir hier durch den Bahnhof fahren. Und das Risiko, dass die Züge sonst wegrollen würden, ist relativ hoch. Aber ne, wir haben hier immer noch Gefälle drin. Naja. Wann ist das so? Aber hier ist flach. Ebenerdig. Noch 3,6 Kilometer bis zum befahrbaren Punkt. Ja. Also sind wir jetzt gleich in Kleinwaldstadt, dann haben wir schon die Hälfte der Strecke hinter uns. Da haben wir jetzt so ungefähr. Das ist gut. Das ist schon mal ein gutes, echt gut. Wenn das uns der Sprit so langsam doch ein bisschen mau wird, das ist nicht so prickelnd. Aber das ist schon okay so. Im Großen und Ganzen. Eigentlich nicht beschleunigen, Leute. Ich will echt nicht beschleunigen. Ich will eigentlich so durchrollen, geschmeidig. Aber ich glaube, wir werden mal beschleunigen. Leistung ist wieder raus. Der Gegenzug steht schon parat. Das ist auch gut. Könnte ja auch sein, dass man einfach mal hier Halt kriegt. Das wäre echt mies. Aber wir sollen hier drüber fahren. Fahren durch. Alles gut. Wunderbar. Und dann müssen wir in Obernau halten. Das sind 7 Kilometer. Okay. Eigentlich sollte man da um 38 schon sein. Da frage ich mich, ob man das überhaupt schaffen kann. Also rein hypothetisch. Also sprich, selbst wenn das Fahrzeug vollgetankt wäre.
heißt Obernau. Wo sind wir denn gerade? Ah, hier schon. Ja, guck mal an. Klangtechnisch vom Fahrzeug gefällt mir super, ne? Was mir jetzt hier an der Strecke wieder nicht gefällt ist, warum fahren hier eigentlich keine Autos? Wir sind an einer Landstraße und es fährt hier kein einziges Auto. Schade. Also, man ist in diesen Landschaften immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, doch alleine. Es ist leblos in einigen Bereichen. Dann kommt man einen Kilometer weiter. Viel Verkehr, als wäre man in einer Großstadt. Also, so wie man das jetzt hier sieht, hier ist wieder dieses Großstadt-Feeling mit Autos vom letzten Jahrhundert. Na, da muss man auch so sehen. Also, sowohl der 3er BMW da vorne als auch die Sachen hier sind alle noch. Alles Fahrzeuge, die schon mindestens 20 Jahre alt sind. Ja, ist halt leider so. Und die fahren auch nur in eine Richtung. Es gibt keinen Gegenverkehr, ne? Es gibt keinen Gegenverkehr. Hier gibt es Gegenverkehr, weil hier ist ein Bahnübergang. Genau. Nächster Halt, Obernau. Und hier sind die Schrankenanlagen so verkehrt rum aufgestellt. Auch so eine Sache für sich, ne? Ja. Aber gut. Also eigentlich nach dieser Kurve kommen wir da an, wo wir hin wollen. Hier. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ah, Mist, das wollte ich nicht. Du sollst auch sein. Du sollst auch. Ey, cool, den kann ich auch. So. Diese Macht der Sekunde nutze ich schon mal und hole mir mal was zu trinken.
Türen sollten entriegeln. So, und jetzt will ich hoffen, dass das Mikrofon auch die ganze Zeit weit genug runtergeklappt war und auch aufgenommen hat. Nicht aufgenommen hat. So, Luken können wir schließen. So. Weiter geht's nach Aschaffenburg Süd. Irgendwie viel Treibstoff noch über, ne? Oder bilde ich mir, irritiere ich mich gerade, aber ne. Das war schon mal knapper. Glaube ich. Hoffe ich. So, mal ein bisschen Leistung rausnehmen. Noch so 80%. So, was sagt denn der Tag? Ja, gleich sind wir schon in der Kurve, bei der der Trainsimplay liegen geblieben ist. Vielleicht hat man auch den Spritverbrauch ein bisschen reduziert, ne? Das weiß ich nicht. Vielleicht hatte er das Zeug sogar schon in der vorherigen Version aufgenommen. Und dann einfach nur als Vorab-Version quasi. Dass man das Ganze dann ein bisschen überarbeitet hat und den Schwierigkeitsgrad rausgenommen hat. Kann natürlich sein, weiß ich nicht. Ich mache mir gerade eher Sorgen, weil wir sind immer noch nicht in Aschaffenburg Süd. Dass wir dann nachher doch später da ankommen als Hamagani. Komm, beschleunige, Hobel. Gas, 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 Gas. Ja. Weil, aber was soll ich machen? Ich bin auf dem Bodenblech. So. Aber ich bin jetzt ja wirklich nicht sparsam gefahren. So vom Gefühl her. Und ich muss sagen. Außer. Oh, den hat er gefressen. Das ist nicht gut. Hier in dieser Kurve ist der Transimplay schon liegen geblieben. Ne? Und guck mal, was wir noch an Sprit über haben. Also ich glaube eher, dass dieses Szenario ein bisschen überarbeitet wurde vor dem Release. Und eigentlich schwieriger war. Weil anders kann ich mir nicht erklären. Ich bin jetzt ja wirklich relativ. Okay, vielleicht hat er auch die ganze Zeit konsequent Vollgas gegeben. Das kann natürlich sein. Komm, machen wir mal hier eben die ganzen Funzeln. Ah. Vollgas. Wie gesagt, der ist hier liegen geblieben auf dem Stück schon. Und ich habe noch richtig viel Sprit über. Ich habe mir jetzt echt nicht Mühe gegeben, eigentlich. Ich habe. Also schon, aber. Ja, ihr wisst, was ich meine. Nächste Station: Aschaffenburg Süd. Ich meine, das wird jetzt doch verdammt eng. Also, es könnte echt eng werden, aber eigentlich müsste das hinhauen. Das Problem ist gleich halt wirklich mit der Pünktlichkeit, dass wir jetzt gleich noch mit Gegenverkehr rechnen müssen. In dem Fall ein bisschen gebuffert, aber. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
doch links, aber ich meine rechts. Eigentlich sollten wir jetzt im Hauptbahnhof einfahren. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich entschuldige mich nochmals dafür. Da ist schon der 250. Nee. Jetzt kriegen wir eine Zwangse. Ach nee, der Magnet funktioniert nicht. Hey, cool. Schwein gehabt. Oh, schön. Also, es war der 500 Hertz Magnet, den wir gerade mit 60 km/h genommen haben. Und nein, es gab keine Zwangse. Sehr schön. Ich meine, auf anderen Strecken hat er mich sogar schon gerettet. Aber ja, also in einem anderen Video hat er mich wirklich schon gerettet. Aber ich... Ja, gut. Ach so, ich muss genau da stehen, wo ich... Oh, leck, anerfüllt. Wieder so 5 Meter Ding, ne? Ah. Komm, fahr den Meter vor. Jetzt aber. Mein Gott. Na komm, wir haben noch 10 Minuten, bis wir am Bahnhof sein müssen. Ich weiß aber nicht, wie lange die jetzt brauchen. Von da aus hierhin und wieder rein. Das ist das nächste Problem. Jetzt wird's. Jetzt zählt hier wirklich jede Minute. Wenn wir schneller sein wollen als Ramagani. Also 5 Minuten und 40 nach 17.05 und 40 Sekunden hat er geschafft zu halten. Das müssen wir toppen. So, Zug 1 kommt. Könnte jetzt gerade natürlich, der kleine Fahrfehler könnte natürlich jetzt gerade das ausgelöst haben, dass wir jetzt zu spät ankommen. Ich bin mal gespannt. Ja. So. Wo bleibt denn der zweite? Wo ist er? Ist er schon hier auf dem Bogen? Nein, ist er noch nicht. Oh Mann, das wird also richtig enges Ding, ja? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir da am Ende noch so vergeigen. Das waren nochmal 20 Sekunden, die uns fehlen. Oh Mann. Und der fährt ja nur seine 30-40 km/h, das Ding, ne? Also, der ist wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, um 59 hier, aber Pech haben, noch langsamer. Ja, wo ist er denn? Da oben. Er fährt jetzt gerade hier in dem Bogen ein. Weil ich kann... Nee. Ey, das ist jetzt echt verdammt bitter. 57, ne? So. Jetzt müsste der ungefähr in dem Bahnhof dazwischen sein. Und wir zimmern da jetzt einfach mit Vollgas rein. Wie gesagt, also mein Rekord war, meine ich, bei 17.09 Uhr und ein paar Sekunden. Wir müssen auf jeden Fall auf 17 Uhr 5 und unter 40 Sekunden sein, bis wir drin sind. Eieieiei. Und mit dem Sprit, das ist, glaube ich, überarbeitet worden, weil das war schwieriger. Also in dem Video von Transit Play habe ich den Eindruck gehabt, dass der Verbrauch ein bisschen extremer ist. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach könnte es auch ein bisschen extremer noch sein. Also nochmal ein bisschen weniger. Dass wenn wir jetzt so mit der Fahrweise, die ich hatte, hier so angekommen wären, dann noch so viel über ist, ne?
Das wäre noch cooler gewesen. Also, dass es wirklich ein knappes Ding wird. Ein richtig knappes Ding. Das ist es jetzt eigentlich so. Ja, ist schon knapp, aber nicht komplett. Ist es ja machbar, ne? Also deswegen. Also ich rede jetzt so davon, dass es machbar ist. Vielleicht reicht es ja nicht, wenn wir gleich da sind, überhaupt da reinzukommen. So, und wo ist das Ding denn? Ah, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Wir können hier alles lösen. Jetzt müssen wir auch noch aufpassen beim Abfahren. Weil wir das im Grunde doch den 500-Hertz-Magneten jetzt aktiviert haben. Instrumentenbeleuchtung ist... Ja doch, der ist aktiviert. Ja, wieder so eine Sache, die ich vergessen habe. Türen verriegeln. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt habe ich den... Oh, leck an der Föt. Leck an der Föt. Oh, Gott. Mach die Bremse los. Das gibt's doch nicht. Habe ich hier keine Bremsentlüftungsgedöns? So, jetzt aber. Komm, 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 komm. Stimmt, ich hab's auch noch gesagt, dass der 500er aktiviert ist. Der hat nie. Oh, leck an der Föt. So, jetzt komm. Jetzt geht aber. Gas und einfach schnell sein. Man würde doch knapp. Also, es wird doch verdammt knapp mit dem Sprit. 1,4 Kilometer noch bis zum Ziel. Ja, das kriegen wir hin. Aber wir müssen ja auch noch richtig rausbeschleunigen. Das jetzt zum zweiten Mal. So, jetzt müssen wir rollen lassen. Hat sonst nichts auf sich. Ich brauche immer noch einen Rest, falls ich mich da wieder verstelle oder so, um dann den 3 Meter noch vorzukommen. Das ist natürlich immer suboptimal. So, und jetzt zählt jede Minute. Also 5 Minuten müssen wir da sein. Boah. Fahrgäste, in wenigen Sekunden erreichen wir Aschaffenburg Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So. Hat das gemacht? Ach, hier geht das jetzt. Ich hatte das neulich in meinem Video gemacht, da funktionierte das nicht. Jetzt habe ich auch schon wieder 100... auf den letzten Tropfen da. Aber es geht. So. Boah, momentan sieht es gut aus. Also 10 Minuten Verspätung. Jetzt nur nicht vor dem Prellbock rutschen.
vor. Jetzt beschleunigt das Ding nicht. So. Wir müssen ja auch genau hier draufstehen. Ich kenne das schon. Das ist das nächste. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Boah, coole Nummer. 7:02:37. Also damit waren wir nochmal ein bisschen schneller als der liebe Ramagani. Ja. Wenn ihr das auch schafft in der Zeit oder schneller seid, mit Videobeweis. Top, die Wette gilt. Aber ich muss auch sagen, es war der zweite Anlauf. Der erste Anlauf war jetzt leider nicht drin. Da haben wir über 9 Minuten drüber. Spannendes Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem ganzen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Ansonsten auf Teilen klicken. Und ja, unter der Voraussetzung findet ihr oben links dann das Video vom Ramagani, denke ich. In der Mitte landet ihr bei der Playlist von Transom World 3 und unten links von... Transom World 4, sorry. Und unten links von DeZero. So, dann gehen wir mal eben ins Hauptmenü. Auf Dampf laufen haben wir geschafft. Hauptmenü, ja. So, was kommt als nächstes? Nächste Woche, Freitag, fahren wir dann auf dem Fahrrad. Während sie ihren Zugdienst beginnen, erfahren sie von einem Mann, der sein Fahrrad vermisst. Dann geht's weiter mit, fahren sie zu verschiedenen Industrieanlagen entlang der Strecke, um Wagen einzusammeln und abzugeben. Oh, Rangierfreitag in dem Fall. Und dann haben wir noch den Kälteeinbruch. Übernehmen sie den Zugdienst am frühen Abend von Aschaffenburg nach Miltenberg bei Schnee. Das ist das Programm kurz vor Silvester. Okay, haben wir das auch geklärt. Worauf wir jetzt gar nicht drauf eingegangen sind, Masteries. Die fehlen auch noch, die müssen wir auch noch reingehen, die Meisterschaften. Habe ich mich bisher noch nicht drum gekümmert, aber wir haben sogar schon ein Tier freigeschaltet, wie ich sehe. So, also als erstes 31 Kilometer fahren. Und 2 Szenarien oder Timetable abschließen fürs erste Tierchen. Ja, okay, das kriegt man auf der Strecke wohl ganz schnell hin. Und beim zweiten Tier. Complete 2 Scenarios with a difficulty of 3 or higher. Okay, haben wir jetzt geschafft, weil wir das eine Ding doppelt gefahren sind. Ansonsten halt. Ja, kriegt man auch hin, wenn man die Szenarien alle durchmacht. Und 4 Timetable-Fahrten. Ja, das heißt, die schalten wir frei, wenn wir dann an den Rangierdienstag gehen. Da kriegen wir die 4 Fahrplanfahrten. Ja, das dauert aber noch. Und dann gibt's Watch as a ship is loaded and unloaded at the Erlenbach Shipyard. Okay, also im Hafen wird es wohl irgendwie ein Schiff geben, das dann entladen und beladen wird. Wir werden sehen. Das ist eine Sache, die finden wir dann im Januar höchstwahrscheinlich raus. Ja, oder vielleicht auch noch in der letzten Dezemberwoche zwischen Weihnachten und Neujahr. Müssen wir mal gucken. Aber gut, bis dahin wohl nicht, weil wir machen jetzt erstmal nur die Szenarien noch und dann war es das hier. Auch schon in diesem Jahr, ne? Also aktuell sind ja noch 3 Szenarien offen für die Weihnachtszeit. Dann mal schauen. So, und damit verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauersein.